Ich verlasse ihn. Geht klar. Ist gut mit den Waffen. Ah, ich lasse die Laserwaffe jetzt mal da. Oder? Ja, komm, wir nehmen sie auf. Hat leider keine Modifikation. Schade. Warte mal, ich gehe mal da oben hin. Uah, die Hilfe. Nicht, dass ich hier runterfall. Da hinten kommst du. Kopfschuss, nice. Schade, den treffe ich nicht. Yeah, in der Luft. Also kann man echt gut zielen. Also das geht Jonglierschuss plus plus. Das geht echt fantastisch. Du schaffst das! Begib dich zum Spielfeld, Agent 34. Zum Spielfeld? Ha, gestolpert. Warte mal, schnell hinterher. Der ist hier noch irgendwo. Hi. Komm mal her. Oh, drei Schuss, aber... Oh, der hat sogar eine Modifikation drauf gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Da oben ist ein Mädchen. Oh, wie cool. Treppensteigen. Was hat der denn da drauf? Ach, das ist meine Waffe. Okay. Oh, oh Mist. Was macht ihr denn hier? Die haben auf mich gewartet. Ich möchte wieder da oben hin. Warte. So. So ist gut. Oh ja. Von hier oben ist immer ganz gut. Viele Produkte außer Kontrolle. Sichern wir es. Naja, dann kommt. Achso, ich muss einmal kurz hier runter. RoboReadys erstklassiges Analyseteam hat in diesem Gefahrenherd eine plötzliche Zunahme aggressiver Roboter festgestellt. Bitte rufe so viele wie möglich zurück. Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. So, ich möchte aber wieder da oben hin. Ich glaube, da bin ich recht sicher. So. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Position. Hier habe ich alles im Blick. Deswegen. Oh, hier. Hinter mir ist keiner. Gut. Ne, die gehen alle da oben hin. Perfekt. Hier, fangt auf. Schade, die bewegen sich zu schnell. So, da kommen die nächsten. Ich schieße schon mal drauf. Noch 90 Sekunden. Das machst du sehr gut, Agent. Zack, 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 zack. Und zack. Ach, der ist ja schon erledigt. Komm, mal ein bisschen mehr. Das war ja vorhin viel aufregender. Also, oh ja, da kommen sie. Okay, machen wir es mal erstmal mit der Schrotflinte hier. Zack, zack, zack. Oh ja, wenn die Krabbler kommen, ist das schon mal was anderes. Die Krabbler, ich hasse die Krabbler. Noch 60 Sekunden. So. Oh, komm. Hui. Schönen Flug wünsche ich dir. Da unten ist doch einer. Agent 33 war nichts gegen dich. Komm mal her. Warte mal da. Noch 30 Sekunden. Huh. Kannst du wieder haben. Oh, daneben, warte. Okay, jetzt muss ich die erstmal wieder erledigen. Das werden mir langsam zu viele. Agent 34, die Legende. Nur noch 10 Sekunden. Sehr gut. Da kommt ein Nack. Huch. 5, 4, 3, 2, 1. Das war ein wow, die hat mich fast getroffen. Die ist bis hier hingeflogen. Krass. So, da hinten wollen sie abhauen. Vielleicht treffe ich noch einen. Ja, kein Entkommen. Cool. Ich glaube, dann kriegt man nochmal extra Punkte, wenn man die nicht entkommen lässt. Ja, wir sind eiskalt. Wir lassen hier keinen entkommen. Kann ich da drauf springen? Schade, aber kann ich noch höher? Nee, warte mal. Ah, schade, sonst hätte ich mal versucht, auf da oben können wir hin, okay. Aber vorher versuche ich jetzt mal eins. Und... Begib dich zur nächsten Position. Oh, wie fies. Und... Komm, das schaffe ich. Ja, und auch nochmal... Nee, die Schrotflinte wird da, glaube ich, nicht. Ah, mit der Schrotflinte könnte ein bisschen schwer werden. Begib dich zum nächsten Ziel. Okay, Dolores, wird gemacht. Was liegt denn da für ein Haufen? Ih, das ist Müll. Oder? Das liegt da aber schon ein bisschen länger. Ja. Yeah. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Boah, kann ich hochspringen.
So, da oben müssen wir hin. So, wo stehe ich gerade? Aha. Die fliegenden Roboter haben Raketenwerfer. Pass auf. Die haben Raketenwerfer. Alles klärchen. Warum nicht? So, ich glaube, hier habe ich ein bisschen mehr... Ach du Kacke. Wow. Juhu. Wow. Das ist ja geil. Ey, der lebt ja noch. Warte mal. Kannst du wieder haben. Boah, wie geil sind die Dinger denn? Raketen, Mann. Warte mal, das sind Schrottteile. Die habe ich mal eben aufgenommen. Ja, wie geil sind die denn? Schieß nochmal. Geil. Wow. Was macht der denn? Achso. Eine Beförderung. Wo ist der Raketenmann hin? Da hinten. Komm. Und zack. Boom. Nice. So einen Raketenwerfer hätte ich auch gern. Gute Arbeit. Wow, Hilfe. Gib dich zur nächsten Position. Da wurde mir einmal wackelig in den Beinen. Oh, da haben wir wieder so ein Laserteil. Das kann ich auch mal mitnehmen. Haben 25 Schuss noch. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Warte mal, lass uns erstmal hier hoch. Zeig mal, wie hoch sind wir denn jetzt gerade schon? Okay, das ist schon eine gewisse Höhe. Da wird einem ein bisschen wackelig. Ah, die kommen hier hin. Ja, warte. Dann stelle ich mich hier hin. Begib dich zur nächsten Position. Na komm, wir gehen schon mal rüber. Die kommen mir sowieso nachgesprungen. So, da oben muss ich hin. Ja. Wo stelle ich mich denn jetzt am besten hier mal in der Ecke, glaube ich? Ja, hier habe ich alles im Blick soweit. Jetzt hoffentlich werde ich nicht von unten abgeschossen. Sie wollten sich an. Kniescheibentreffer. Ah, das habe ich befürchtet. Nicht gut, nicht gut. Warte, Faust. Zeit für Prügel. Höflich. Daisy, Daisy, schenk mir dein Herz. Day, komm, wir tanzen. Day, warte mal. Ich habe ein Roborelais teleportiert. Tschüss. Bitte begib dich dorthin und aktiviere es. Der wollte nicht tanzen. Ja, okay, wir müssen wieder... Ach, da ist ja wieder so ein Ding. Ah, müssen wir das wieder beschützen. Wo stelle ich mich denn dann am besten hin? Ach, einfach mal da hinten stelle ich mich hin. Okay, und... Verhindere, dass sie das Roborelais es wird sie gleich ruhig stellen. Okay. Ah, ich kann mich noch gar nicht teleportieren. Ich muss eben abwarten. Verteidige das Roborelais. 3, 2, 1. Ich muss mal kurz mich dann umstellen. So. Genau, ja, so ist eigentlich ganz gut. Auch wenn ich von hinten angegriffen werde, kein Problem. Ich bin stolz, dich zu kennen. Komm, schieß mit deiner Rakete. Jetzt oder nie, sonst knall ich dich ab. Seine Schuld. Hey! Noch 90 Sekunden. Das machst du sehr gut, Agent. Boah, da habe ich noch gerade rechtzeitig geworfen. So, da hinten haben wir einen. Na, der fällt runter. Der fällt auch runter. Keiner mehr hier, doch da. Ja, ich merk's. Wir sehen manchmal auch lieber das Roborelais an als mit. Wow, das war eine Explosion. Ey, der lebt ja noch. Ja, komm, schieß. Oh oh. Oh. Wow, ich hab das Ding in meinen Arm. Ey, wie geil ist das denn? Ich kann mit den Raketen schießen. Cool. Ich konnte mit den Raketen schießen. Wie geil ist das denn? Wo ist denn hier noch einer? Da.
Wow! Coole Rakete. Nur noch 10 Sekunden. Yeah, tschüss. Ich glaube, denen geht's aber gut. 3, 2, 1. Ah, jetzt haut er ab. Nee, der hat sich selbst in die Luft gesprengt. Puh. Aber nachts ist es gar nicht. Übertroffen, Agent 34. Du kannst dich zum Büro teleportieren. Mission abgeschlossen. Ist eher ein bisschen dunkel, aber sieht eigentlich recht... Ja, ich glaube, morgens haben wir. So, Verbesserungen. Okay. Schließt die Mission mit 350 Punkten ab. Haben wir geschafft. Ah, Kopfmeister. Ah, Kopfschussrückrufe. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich auf Kopf gezielt. Revolver-Upgrade-Zeichen. Okay, das ist ja schon mal gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal wieder ein Upgrade. Das ist immer gut. Wehre Geschoss und Laser ab, indem du sie mit deinen Waffen triffst. Ah, es geht also mit den Waffen. Können wir Geschosse und Laser abwerfen. RoboReady begrüßt dich zurück im Büro. Ich glaube, das stand da schon mal. Ich glaube, das stand da auch schon mal. Puh. So, jetzt werden wir erstmal die Waffe upgraden. Da kann ich mir auch noch mal ganz kurz verschnaufen währenddessen. Ah, hab auf jeden Fall ein sehr nettes Büro. Ein bisschen schmutzig, aber Hightech. Guck mal da. Was wir da nicht alles haben, ey. Ist alles angeschlossen hier. Okay. Waffen. Revolver. So, ja, was hole ich mir denn jetzt? Panzermunition. Revolverschüsse durchdringen jetzt die meisten Gegner. Die meisten Gegner. Also die schießen. Also du schießt dann damit durch. Ah, Panzermunition, das ist das hier. Das ist das Visier. Das hier ist wahrscheinlich das Magazin und das hier, ja, ist der Laser. Ich glaube, ich hätte dann aber lieber den Laser. Weil mit dem hier, wenn ich jetzt, ja, wenn ich den hier habe, ja, mit dem anderen visiere ich so an und mit dem anderen schieße ich so ein bisschen seitlich. Ja, es geht. Eigentlich sind alles, ist alles gut. Hätte gern alles. Aber ich muss mich für eins entscheiden. Aber was ist es? Doppelschuss. Ultimativ lässt den Revolver 2 Schüsse auf einmal abfeuern. Ah, das wäre auch geil. Der hat doch hier auch 1, 2. Ey, nein. Hilfe. Stimmt, der schießt nur einmal. Ah, und wenn wir das Upgrade haben, schießt der anscheinend aus beiden. Ah. Okay, zeig mal, wie sieht denn das aus? Aha. Naja, mal gucken. Ja, ich werde jetzt erstmal den... Oder Magazin. Wie groß wird's denn dann? Weil da sind ja nur 6 Schuss. Das ist nicht so viel. Magazin oder Laser? Ich bin echt am Überlegen. Ich glaube, ich nehme den Laser doch. Danach kann man das Magazin noch nehmen. Nächste Freischaltung ist bei 13. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den Laser und beim nächsten Mal das Magazin oder die Panzermunition. Schwere Entscheidung gerade. Ich nehme jetzt einfach mal den Laser. So. Da haben wir den. Der ist ein bisschen größer, ne? Ja, der ist ein bisschen größer. Der Revolver ist ja auch an sich ein bisschen größer. Ja, jetzt kann man auf jeden Fall treffsicherer schießen um sich herum. Werfen kann ich nicht. Die kommt wieder zurück. Ja, gut. Finde ich gut. Ich glaube, der Laser ist auf jeden Fall gut. Der passt. Gut. War nur eine kurze Verschnaufspause. Naja, ich habe so viel rausgeholt wie möglich. Habe mir ein bisschen Zeit gelassen beim Auswählen. Da oben haben wir ja unsere 2 Schrotflinten noch. Was wäre denn der nächste? Bei 11. Wir machen jetzt erstmal was anderes, aber wir werden hier nochmal... Robomob werden wir auch nochmal machen. Aber da werde ich mich auf die Kopfschütze konzentrieren. Da werde ich mich erstmal nochmal auf die Kopfschütze konzentrieren. Stadtzentrum machen wir jetzt aber als erstes Mission 1-3 Showdown. Was müssen wir machen? Eine Art Anomalie festgestellt. Das könnte wichtig sein. Wir haben eine seltsame Anomalie im Stadtzentrum bemerkt. Das könnte die Quelle des bösartigen Signals sein. Bitte kehre dorthin zurück und untersuche die Anomalie. Tageszeit können wir nicht wählen. Können wir die eigentlich wählen, wenn wir schon eine Mission hatten? Da entsteht ein Gefahrenherd. Ja, Tageszeit. Wir müssen dieses Gebiet verteidigen. Gut, das können wir wählen. Schau da. Wir haben eine Art Anomalie festgestellt. Das könnte wichtig sein. Ja, das sieht heftig aus. Ich glaube, das wird auch heftig. Ich bin mir nicht sicher. Punkte schließen mindestens 75% Genauigkeit ab. Okay, dann versuche ich mal ein bisschen genauer zu zielen. Geht klar. Schließe die Mission in unter 5 Minuten ab. Okay. Aha, Quecksilber. Ja, okay. Ich werde mal gucken, was sich machen lässt. Zum Teleportieren gedrückt halten, Agent 34. Das ist mir klar. Du kannst Bots mit deinen Händen schlagen.
was ein bisschen brutal ist, oder mit deinen Waffen und Bot teilen, die du in der Hand hältst. Ja, ich fand das vorhin ganz cool, wo wir den riesigen genommen hatten. Wir konnten dann mit dem schießen. Das war mega. Die hätte ich gerne nochmal, die sind cool, aber er hat mich auch noch nicht getroffen. Ich glaube, wenn er mich trifft, aua, dann ist es nicht mehr so cool. Im Stadtzentrum gibt es eine Art Anomalie, Agent 34. Bitte untersuche das. Okay, ja, Stadtzentrum. Da kommt mir doch irgendwie wieder bekannt vor hier, die Datei. Drei, ja, obwohl zwei, eigentlich nicht. Eins, oh, da ist ja schon direkt einer. Warte mal, ich will mal das hier ausprobieren. Oh ja, oh ja. Man kann richtig gut treffen. Ich glaube, das ist auch jetzt ganz gut, wenn ich mich ein bisschen auf die Zielgenauigkeit konzentriere. So. Okay. So, ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen, wegen den 5 Minuten. Ach, hier sind wir. Yo, das kommt mir bekannt vor. Knieschuss, oh! Dich habe ich gar nicht gesehen. Begib dich zu der Kreuzung, Agent 34. Ja, ich beeil mich. Und zack, zur Kreuzung. Oh, oh. Pass auf, Agent, da kommt was. Nein, ist es dieser Große? Was ist das? Der Roboter hat einen starken Schild, Agent 34. Mach dich auf einen harten Gegner gefasst. Ja, und wie besiege ich den? Zerstöre den Schild oder teleportiere dich dahinter. Oha! Okay, ich versuche mich mal dahinter zu teleportieren. Yo! Danke sehr. Begib dich zum nächsten Ziel. Hat ja gut funktioniert. Oh, haben die jetzt sogar Schilde? Wie cool ist das denn? Kann ich hier irgendwo hoch? Ja. Bäh. Oh, wieder welche mit Schilde und Raketen. Was für ein Held! Oh, hartnäckiger Gegner ist das aber. Gute Arbeit! Boah, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, hinter mir ist einer. Kann ja sein, dass einer dieser Krabbler dahinter springt. Boom! Okay. Oh, der ist ja immer noch da. Yes! Yeah! Komm, den schnappen wir uns auch noch. Da hinten ist noch einer. Haben wir den? Mist, ich habe keine Munition mehr. Okay. Das Interesse von Odin geweckt. Oh, das Interesse von Odin? Bitte finde ihn und ruf ihn zurück. Aha. Okay, ich bin mal gespannt, wer Odin ist. Hört sich heftig an. Wer ist Odin? Oh shit. Hi? Wow! Es stimmt. Ich kann für ihn nicht leben. Wow! Fragst du dich, wie das sein kann? Alter. Nicht wirklich. Das Internet. Ach du Scheiße. Ich war im Internet und befand es als gut. So wurde Odin geboren. Aha. Nun gut, sieht heftig aus. Das Internet. Wie aufregend. Agent 34, hast du das Internet gesehen? Er muss verrückt sein. Katzenbilder, Hashtags, Memes, ja. Ich habe alles gesehen. Und dann wusste ich, es muss. Oh shit! Raketen greifen, wenn sie in deine Nähe kommen. Oh wow! Okay. Und. Ja! Oh yes! Komm her! Und kriegst du wieder! Oh, wie cool! Ich prahle von den anderen KIs mit hier, nimm das!
Ey, der haut ab. Was hat der vor? Dick auftragen. Oh oh. Oh, er holt Verstärkung. Heftiger Gegner, cooler Gegner vor allem. Okay. Oh, hi. Danke. Pass auf, Agent, da kommt was. Was kommt? Gut gesprengt. Was denn?